Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir werden uns heute ein sehr spannendes Thema, sehr spannend, sehr spannend. Naja, eher ermüdend. Aber wir wollen wissen, wo sind wir denn im Loslassprozess? Also für alle, die sich im Loslassprozess befinden, möchte ich gerne mal ein Reading machen als Pick-a-Card-Orakel, also Auswahl-Orakel. Wollen wir uns mal anschauen, welche Themen gerade stocken, welche gefördert werden und was für Themen in Ablösungsprozesse sind. Ich möchte gerne natürlich auch wissen, ja, woran liegt es, dass eben eventuell Schwierigkeiten im Loslassprozess aktuell verlaufen. Wir sind nun mal in einer Ausstiegsenergie, wir sind alle im Loslassenergie, im Schlussmachen-Energie, in Abschluss mit Alten, mit Aufräumen, mit sonst was. Also es ist für jeden so ein bisschen was anderes, ja. Aber letztendlich geht es darum, dass wir befreiter, deutlich befreiter nach vorne gehen können. Ja. So, ihr habt diese drei Karten zur Auswahl. Die müssen euch erstmal nicht interessieren. Diese drei, ihr entscheidet euch zwischen diesen drei. Sind die Witches Tarot von Alan Dugan. Ja. Die Rider-Waite. Ja. Und die Lenormand-Karten von Chiromarketti. Genau. Also das sind die drei Karten, zwischen denen ihr euch entscheiden dürft. Und in diesen Karten werden wir uns euer Prozess anschauen. Okay? Mit diesen Karten werde ich mir die herausfordernden Energien anschauen. Also warum stockt's? Was wird gefördert und was in Heilung gehen darf? Okay? Genau. Gut, ich starte mit den Witches. Und bin schon sehr gespannt, was sich da zeigen mag. So, stört mich hier ein Kabel, muss ich mich kurz befreien. Genau. So, ich hätte gern gewusst, meine liebe Karten, für das Kollektiv, die sich für die Witches Tarot entschieden haben, jetzt im Live und auch in der Zukunft, die dieses Video zuschauen. Dieses Video kannst du dir immer wieder anschauen. Ja, das ist zeitlos. Das ist genau. Kannst immer irgendwelche neuen Impulse dazu bekommen. Okay, also, warum stockt's? Was ist das Problem im Loslassprozess aktuell bei dir? Zwei Karten, ja. Die Möglichkeit auf eine Beziehung und sich führen lassen. Also, das heißt, du klammerst an der Idee einer Beziehung und lässt dich nicht führen, was dir den Weg erleichtern könnte. Das kann dich genauso dahin führen, aber du musst es vertrauen auf die göttliche Führung. Und jetzt muss ich noch mal kurz auf einen Kommentar eingehen, wo es dann hieß, ja, sowas gibt es nicht und darauf kann man nicht vertrauen oder so. Also das ist jetzt nicht meine Meinung, ja. Also das ist traurig, wenn du so eine Meinung hast. Ich finde es nicht und ich finde schon, dass wenn man, aber das ist, ne, das ist jedem seine Lebensidee, die muss man halt haben. Um irgendwie hier durchzukommen. Und ich finde, im Vertrauen zu leben, ist deutlich einfacher, sich an etwas zu klammern, was dann übers Knie gebrochen werden sollte und am Ende das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Genau, also ich vertraue lieber und damit fahre ich seit Jahren deutlich besser. Ja? Ich bin wieder durch, das heißt, ich gehe immer mit dem Kopf durch die Wand, egal wie viele Steine mir in den Weg gelegt werden. Ja? Habe ich damit gute Erfahrungen gemacht? Sagen wir mal so, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht. Ja. Gut ist, naja, lassen wir mal dahin. Ja. Also ich habe mit Sicherheit was erlebt, aber seit ich der Führung folge, seit ich vertraue, dass wenn mir Steine im Weg gelegt werden, dass das nicht die richtige Richtung ist, ja, und dass es anders wohl besser flutscht, damit fahre ich deutlich besser. Aber das ist meine Erfahrung und genau so erzähle ich das hier. Ne? Und der Engel der Liebe. Genau. Und der Engel der Liebe bittet dich darum, bei dir zu bleiben, sich führen zu lassen, auf dein Kronenchakra achten. Da werden dir genug Informationen geliefert, damit du dir reinfindest. Ja, ich weiß nicht, ob mit dem Wunschpartner oder nicht mit dem Wunschpartner, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja?
Aber man will dich ans Ziel führen. Man hat das Ziel von dir, genauso wie von dir da oben ist, dass du in Liebe findest. Denn darum geht es hier. Ne? Dafür sind wir ja da. Du musst Geduld mit dir haben. Ne? Also diese klammernden Gefühle eventuell einfach beiseite legen und im Vertrauen das nach oben abgeben. So, was sind die fördernden Energien für dich? Der schöne Schein, unglückliche Fügung, genau. Sich nicht von etwas leiten lassen, was eventuell wie eine Blase zerbricht, ja? Sondern, okay, habe ich verstanden, danke. Du versuchst, die Situation zu bewerten und sich leiten zu lassen von dem, was du siehst, was du anfassen kannst, was du mit deinem Verstand, erklimmen kannst, ja? Und genau davon sollst du ablassen, okay? Sich führen lassen, das wird deutlich leichter, okay? Okay, was darf denn in Heilung gehen? Erdverbindung, genau, das meine ich. Die Erdverbindung ist einerseits gut, aber sie muss im Anklang sein mit der Herz und mit der Verbindung nach oben sein, ja? Also das heißt, wir müssen letztendlich beides bewältigen, ja? Die Erdverbindung und das Geistige, ne? Das Geistige, damit wir wissen, was wir tun und damit wir das dann auf der Erde umsetzen können, ja? Wenn das Geistige fällt, dann laufen wir Gefahr, schön im Schein nachzulaufen und das versuchen zu realisieren, was dann irgendwie kompliziert wird plötzlich, ja? Und wir versuchen dann die Ziele zu verfolgen, wie ich, wieder, ne, Kopf gegen die Wand, ja. Und dann merken wir, scheiße, es hat nicht funktioniert, ja. Aber 2 Jahre des Lebens irgendwie für die Katz, ne. So. Die geistige Führung ist natürlich toll und es ist schön und das ist natürlich für mich als Medium, ne, wenn ich da oben bin, ist alles schön und gut, aber ich kann mich da oben nicht nur verlieren, ja. Und ich kann nicht jeden Tag nur 10 Stunden lang Meditationen zu verbringen, weil es da keine Probleme gibt. Nein, ich muss mit dem Wissen, was ich von oben bekomme, versuchen, das hier auf der Erde umzusetzen. Darum geht es hier. Ja? Und du wirst sehen, wie schnell du dann an deine Ziele kommst. Ja? Du wirst dann zwar immer wieder noch 1000 Abzweigungen auf deinem Weg haben und möglicherweise sich auch noch mal verlaufen. Ja? Aber letztendlich, wenn du in diesem Vertrauen und diese Führung verbleibst, bist du immer wieder auf dein richtigen Ziel ankommen, wo es dann eben flutscht, wo es eben funktioniert und nicht eine Verwirrung, Illusion verbleibt, ja? Und eventuell du in eine Dreierkonstellation reingekommen bist, und hast gehofft, dass die 3 plus 7 10. Kelche ergibt, ja? Scheinbar aktuell nicht, genau. Und das möchte sich hier jetzt transformieren, dich zum Ziel zu führen, ja? Wenn du hier auf die Verbindung nach oben setzt. Das ist dein Jackpot, ja? Genau, Herrscher deines Herzens bleibst und nicht jemanden den Kelch hinterherträgst, sondern den für sich, also konzentriere dich hier auf dich selbst, ja, und bleibe geduldig. Das sind mir jetzt zu viele Karten, aber der Page des Schwertes, der war schon hier sehr, sehr passend, ja, weil letztendlich darum geht es ja, dass du hier Abstand nimmst von etwas, was zwar sich schön anschauen lässt, aber kein Bestand am Ende hat. Verlasse dich auf dein Gefühl, verlasse dich auf deine Intuition und dann wirst du dein Schicksal komplett verändern. Das habe ich für mich getan und ich kann es euch wirklich garantieren, das funktioniert. Ja? Glückliche Fügung wird aus dem Verstand nicht gelöst. Also musst du beides verbinden. Ja? Erdverbindung, beides, Sonne und die Sterne.
Dunkel und das Helle muss in Verbindung kommen. Wir leben eine Dualität in einer dualen Welt. Und die Herrscherin, die hat genau perfekt unter Kontrolle, die zwei Welten miteinander zu verbinden. Ja, vertraue auf die Herrscherin, auf die Hohepriesterin, ja, die hat das im Griff. Ja, und die wird dir die Chancen bringen, die du brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Wenn du dich nur auf das Ziel konzentrierst, dann wirst du es nicht erreichen. Dann wirst du genau, lass es fließen, ja. Nimm die Erfahrungen, die dir gebracht werden, einfach an und genieße das, was zu genießen ist und lass es fließen, klammere nicht, lass dich führen, bleibe bei dir. Sonst wirst du bei fünfter Münzen, fünfter Kelchen bleiben, wahrscheinlich bist du aktuell dort, ja. Vielleicht bist du auch ein Erdkind, ja, also Stierjungfrau Steinbock. Dann wäre das jetzt hier sehr, sehr passend, ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, meine Liebe, wie sieht es denn aus mit deinem Loslassprozess? Aus welcher Energie kommst du? Also, du hast dir etwas vorgenommen, ja. Super, du hast dir etwas vorgenommen. Du hast gesagt, ich will dieses On-Off nicht mehr, ich will keine Dreierkonstellation. Mich nervt das jetzt. Ich möchte jetzt, dass es realisiert wird, dass er sich für mich entscheidet, dass wir in eine Partnerschaft eingehen, dass er endlich mal zu Vernunft kommt und sich bei mir ansässig macht. Ja, das hast du dir schwerst vorgenommen, ja, dass du dich unter dem Wert nicht verkaufen wirst. Und das war ein Prozess, der dazu geführt hat, dass diese Beziehung erstmal in eine Veränderung kam. Ja? Für dich war das das Ende. So, wie steht es jetzt um deinen Loslassprozess? Also angefangen hast du super. Wo bist du jetzt? Es gab doch, glaube ich, ein Lied von Xavier Naidoo. Wo bist du jetzt? Kann das sein? Das habe ich seit 3, 4 Tagen die ganze Zeit im Kopf. Entschuldigung, meine Kamera hat sich hier ein bisschen. Genau. Also vielleicht ist da auch eine Botschaft für dich in diesem Lied. Müsste ich mir selber auch anhören, was da ist. Ja, und du bist gerade sehr, also du wirst unterstützt von oben. Du wirst unterstützt von oben in deinem Vorankommen, in deinem spirituellen Wachstum, dass du dich nicht als Page der Münzen verkaufst, sondern dass du Königin der Münzen bist und dementsprechende Leistung nur noch akzeptierst. Gleichzeitig ist dieses Aussetzen, diese Treffens, dieses, ja, dass jemand ständig bei dir angeklopft hat, ist sehr schmerzhaft. Also das tut weh, ja. Und du wirst aber von oben unterstützt, bleibe dran. Bleibe dran, lass dich davon nicht ablenken. Ja, also zweimal erhobenes Schwert, ne? Genau, also dir geht es nicht gut, ja. Du hast das Gefühl, du betrügst dich selber, also im Sinne, dass du denkst, es ist aus, aber eigentlich hängst du noch total an diese Beziehung, ja. Und die Justice sagt es, die Gerechtigkeit sagt, bleibe dran, lass es dir gut gehen, kümmere dich um dich selbst, das, was auch hier lag, ja. Dann wird eine Beziehung kommen mit dem oder mit jemandem anderen, wie auch immer, der dir gerecht ist, ja, der Königin der Münzen, die in ihrem Wert absolut gekommen ist und darauf pocht, gerecht. Es wird ein Neustart für dich kommen, ob mit dem Alten oder mit dem Neuen, ja, der absolut dich zum Erfolg führt. Also, es lohnt sich dran zu bleiben, ja. Worauf läuft es hinaus? Du bleibst hier die ganze Zeit in Erwartungshaltung, ja, dass dieses Pochen auf deinen Wert ein Ergebnis bringt, ja. Da kannst du, glaube ich, lange warten. Er lenkt sich ab, er konzentriert sich auf sein Leben, ja. Du wartest, aber er ist mittendrin in seinem eigenen Leben und kümmert sich um seine zehnte Münzen.
Das heißt jetzt nicht, dass es ihm nicht gut geht oder gut geht oder nicht gut geht. Das weiß ich jetzt hier nicht. Vielleicht erfahren wir es hier. Fakt ist, er ist König der Münzen. Er kümmert sich gerade um sein Leben. Ja, das ist das, was ihn gerade interessiert. Er kümmert sich das, was er kann und wofür er sich aktuell verantwortlich fühlt und worauf er aktuell einen Einfluss hat. Ja, er fühlt sich verwirrt. Ja, er fühlt sich verwirrt. Seine Gefühle sind quasi Jagd, wo war dies, where are you, wo bist du jetzt? Ja, ich weiß gerade nicht, wo wir stehen und so weiter. Es ist schon ein bisschen verwirrt und hofft, dass es immer noch stabil ist. Und jetzt kommt es eben auf dich drauf an. Das ist eine karmische Geschichte, die abgelöst werden möchte. Diese Betrug an euch selbst, ja. Du an, also dein Selbstbetrug an dir selbst und er, wie er sich selbst belügt mit seinem Leben, ja, das möchte karmisch abgelegt werden. Ich glaube, dass ihr karmisch verbunden seid, dass es sich hier um eine Art Seelenpartnerschaft, Seelengefährtheit handelt. Das Rad des Schicksals wird sich drehen, um das abzulösen. Und jetzt schauen wir mal, worauf es hinausläuft zum neuen Ufer. Ich glaube, dass du erstmal für dich eine Entscheidung triffst, selbst neu alleine anzufangen. Ja, ohne ihn. Brauchst jetzt erstmal eine Pause und eine Erholung nach diesem Ganzen. Okay? Es tut mir leid. Aber es sieht gut aus eigentlich. Ja? Also eigentlich bist du gut unterwegs. Es hapert noch. Ein bisschen. Ein wenig. Okay? Gut. Jetzt gehen wir zu den Rider-Waite-Karten. Also alle, die sich, vielen Dank für alle, die beim Witches dabei waren. Wenn ihr geht, dann vielen Dank, dass ihr dabei waren. Wenn ihr noch bleibt, um weitere Impulse zu bekommen, freut mich sehr. Genau, aber jetzt möchte ich gerne die herausfordernden Energien sehen für alle, die sich für Rider-Waite jetzt entschieden haben, in Live-Reading oder im Nachhinein. Ja? Warum oder woran hapert es beim Loslassprozess, bitte? Strategie. Und Feindlichkeiten. Oje, da kriege ich jetzt noch keine Geschichte rein. Aha. Also da ist auf jeden Fall die Göttin Mondin am Werken, ja. Sie schickt irgendwelche Streitereien zwischen euch beiden, irgendeine Unruhe. Damit sich die Strategie verändert. Okay, was ist die führende Energie im Loslassprozess, im Wandel und der Stamm? Was möchte aktuell geheilt werden? Integration und Integrität. Also, ja, das ist die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Integration und Integrität? Das ist auch eine gute Frage. Okay, also Integrität ist hier erklärt im Sinne, dass ich die Gedanken, Emotionen, meine Handlungen sind klar. Ja, rein, verbunden mit dem Göttlichen und ich handle danach. Ja, also ich bin, die Göttlichkeit ist in mir integriert. Integration ist quasi, dass jede Erfahrung auf meiner Lebensreise integriere ich in meinen Körper, in jede Zelle meines Körpers. Es gehört zu mir. Es macht etwas mit mir, aus mir, um mich herum, mein Umfeld verändert und, ja. Das heißt, ich bin verbunden mit dem Göttlichen. Und ich akzeptiere alles, was um mich passiert. So, das ist das, was jetzt hier. Das heißt, für im Fall der Fälle, falls du Schwierigkeiten hast, aktuelle Energien zu akzeptieren für dich, ja, also diese eben diese Loslassprozesse, ja, in denen wir quasi stecken, dann wird das jetzt quasi in Heilung gebracht. Ja, ich habe hier 12 und 21, also sich spiegelnde Energien. Die strategische Geschichte muss losgelassen werden. Ich weiß es nicht, was du da strategisch führst, ja, was du
für Pläne schmiedest, eventuell wie die Eskalationen hier eventuell wieder in Ordnung gebracht werden, keine Ahnung, ja. Aber das muss hier wandeln, ja. Es muss gar nichts, du musst gar nichts, ja. Aber na, 10 der Stäbe, es ist irgendwie am Ende totale Überforderung in der Situation. Es geht ja darum, dass man sich nicht, vielleicht bist du total verstritten gerade mit deinem Wunschpartner, Seelenpartner, wem auch immer. Und darum geht es, dass wir uns trotzdem als Stamm zugehörig sehen und trotzdem nicht, man sich nicht gegenseitig bekämpft, sondern miteinander lernt zu leben, ja? Aber schauen wir mal, die Feindlichkeiten, um was geht's denn da? Ja, irgendwelche Streitereien mit dem König der Kelche. Was ist denn hier? Alle drei und eine Dreierkonstellation und der Turm. Okay, und zwei der Kelche, meine Güte, okay. Ja, also das, was ich hier sehe, ist, dass du irgendwie die Situation eure Zweisamkeit verworfen hast. Du konzentrierst dich auf dich selbst, ja. Ich denke, du hast die Situation verlassen mit der Dreierkonstellation. Du drehst ihm als auch erotisch, körperlich interessierten Mann, der dich zwar will, aber sehr leidenschaftlich will, den drehst du jetzt den Rücken zu und bestehst auf etwas. Ja, du bestehst auf etwas, damit er sich aus dem Herzen entscheidet, wahrscheinlich. Ja? Okay. Wenn das bei dir nicht so ist, dann, und du weißt, wie es bei dir ist, dann, aber das, was ich hier wahrnehme, ist jetzt, dass du dieses tust aus einer Strategie heraus und nicht aus einer Überzeugung heraus. Ja, und damit kommt es unehrlich und führt zu einer Eskalation hin und nicht zu einem Liebesentscheidung. Quasi als ob du jetzt etwas auf eine Messerspitze gestellt hättest, damit er sich endlich entscheidet. So nehme ich das wahr. Verstehst du, dass das als quasi ein Strategieplan aufgestellt ist? Ich werde jetzt ihn vor eine Wahl stellen. Ja? Er soll sich entscheiden. Aber das ist eben nicht, ja, du nimmst dich jetzt zurück, um eine Herzensentscheidung herauszufordern, damit endlich er sich für dich entscheidet. Also das ist deine Strategie quasi. Okay, was möchte denn im Wandel kommen? Ja, du machst das aus einer Mangelenergie. Ja, du machst das. Du versuchst ihn zu zwingen, damit er endlich eine Entscheidung trifft und bist auch bereit, eben Eskalation zu betreiben. Das ist aber, weil du nicht aus Fülle handelst. Du gehst nicht davon aus, dass er das auch so tun wird. Oder andersrum. Besser wäre es, wenn du eine Entscheidung für dich getroffen hättest, ihn da zu lassen, wo er ist, und zu sagen, pass auf, die Situation ist kompliziert, aber ich mag an dieser Situation nicht mehr teilnehmen, deswegen muss ich mich jetzt zurückziehen und die Situation vorerst verlassen, ja? Ich will dich zu keiner Entscheidung zwingen, und du triffst ja aktuell keinen, deswegen muss ich ja eine treffen. Ja? Das wäre Handlung aus deiner Perspektive.
Das hast du aber nicht gemacht, weil du gedacht hättest, wenn ich mich zurückziehe, dann wird er mich vergessen. Dann bin ich wie sagt man denn, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann wird er mich vergessen und sich nur auf seine Alte da konzentrieren und fertig, ja, ohne jemanden zu beleidigen. Aber das ist ein Selbstbetrug an sich selbst, wenn man sich das selber nicht zutraut. Ja? Also verändert man die Situation, dreht man sie um und erzwingt die Situation, die Entscheidung auf der anderen Seite. Verstehst du? Wird aber nicht funktionieren. Habe ich aber lange geredet. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ha? Du weißt, irgendwie in deinem Inneren, ihr gehört zusammen, ja. Ihr seid miteinander, du träumst davon, aber diese Vision wird langsam unerträglich, weil es sich irgendwie nicht realisiert. Ich habe hier Mond, ich habe hier Mond, ja. Du wirst an Limit gebracht, ja. Oder wurdest. Integration dessen, was du bist, wer du bist, dass du fähig bist, selber für sich Entscheidungen zu treffen. Ne? Königin der Stäbe hat keine Angst vor Entscheidungen treffen. Ja? Sie ist sehr ähnlich wie die Königin der Schwerter, nur ein bisschen mehr aus Leidenschaft, aus dem Herzen heraus. Ja? Sie ist halt sehr verstandesorientiert. Aber du bist beides und schau mal, du guckst auf sie, ja, und du bist nicht nur die geile Frau, die man gerne auch körperlich, sexuell gerne besucht, ja. Du bist nicht nur das, du bist auch Königin der Schwerter, die für sich auch Entscheidungen treffen kann. Für sich, ja, weiterzugehen. Königin der Stäbe und Königin der Schwerter leben nicht im Mangelenergie. Und das will sich jetzt bei dir, also das heißt auch, dass du jede Situation im Außen meistern kannst, ja. Dass du bist nicht Opfer der Situation, sondern du bist Gestalter der Situation. Im Rahmen deines Lebens, ja. Du kannst das Leben der anderen nicht beeinflussen, aber du kannst dein eigenes beeinflussen, ja. Also man so schön sagt, du kannst andere Menschen nicht ändern, aber du kannst dich selbst ändern, ja. Und dann ändern sich auch die Menschen in deinem Umfeld und dein Umfeld. Integrität, genau. Ich bin die Gedanken, Emotionen, deine Handlungen sind klar, rein und tief verbunden mit deiner inneren Weisheit und deiner Schöpferkraft. Und das ist absolut die Herrscherin. Ja? Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, integriere die Herrscherin in sich, die alle vier Königinnen hat, ja, in sich. Herrscherin besitzt die Königin der Stäbe, der Kelche, der Schwerter und der Münzen in sich. Ja? Das heißt, sie versteht was von Leidenschaft, sie versteht was vom Verstand, sie versteht was von der Liebe und sie versteht was von der Realisierung der Themen auf der Erde. Und wenn du das getan hast, wird es dir viel leichter fallen, in eine neue Welt reinzugehen und in die loszulassen, den ganzen Gedünst aus der Vergangenheit den Rücken zu drehen. Okay, aus welcher Energie kommst du? Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Ja, hier. Das sind diese Streitereien aufgrund der Dreierkonstellation, fehlende Entscheidungskraft. Ja. Aber die Karten sagen auch, schau dir mal deine Abhängigkeit. Du bist eigentlich total Obsession, kommt mir das Wort rein. Ja. Obsession über diesen Mann oder Frau. Ja. Also das ist ein Abhängigkeitsfaktor, Suchtfaktor, Sexualität hier stark vertreten, ja. Und die Karten wollen sagen, wach auf, Mädel, ja, oder Junge. Das ist ungesund, was hier ist. Und so wirst du hier keine Liebe gewinnen auf diese Art und Weise. Also das ist extrem, ja, das ist extrem. Und ich habe hier die 15er Karte, die 20er, die 5, die Differenz und da haben wir es ja, ja. Also eine Art, eine so, also Beziehung, die auf diese Art aufgebaut ist, wird immer ungesund und basiert eher auf Ego als wirklich auf Liebe. Also ich sehe hier nur, ne, Herz,
Herzverletzungen und eben wieder Sexualität, Erotik. Aber ansonsten ist hier keine Liebe. Also sehr schwierig, ja, sehr, sehr schwierig. Okay, wie steht es jetzt um deinen Loslassprozess aktuell? Okay, du versuchst Abstand von dieser Obsession zu nehmen, von dieser Sucht zu nehmen, ja. Du hast diesen Wake-up-Call verstanden, ja, und versuchst dich jetzt besonnt der Zukunft zu widmen. Du versuchst jetzt Ruhe zu bewahren, vielleicht meditierst du auch viel, wenn nicht, dann ist das sehr empfehlenswert. Versuchst du deine drei der Schwerter, drei der Schwerter, vier der Schwerter, ne, zu heilen, ja. Also diese Entwicklung gefällt mir sehr gut, ja. Also du bist hier nicht noch unbeteiligt, aber das erwartet jetzt noch keiner. Nach diesem Zustand bist du hier eigentlich sehr gut. Du versuchst abzuwehren, ja. Die Gerechtigkeit unterstützt dich dabei, dass du eben diesen Abstand wirklich gewinnen kannst, ja. Dass du dich durchsetzen kannst. Ass der Münzen, genau. Sich als etwas absolut Wertvolles zu nehmen, in sich diese Herrscherin zu integrieren, ja, die Sonne aus dem Arsch scheint, ja. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, sieben der Münzen, ne? Was habe ich gesät, was habe ich geerntet, ja. Auf der anderen Seite ist es auch eine Geduldskarte. Also habe Geduld mit dir, bis du erstmal enterst. Erstmal integriere in dir die Herrscherin. Integrität und Integration, genau. Integriere, keine Ahnung, ne? Also integriere die Herrscherin und auch akzeptiere das, was um dich herum geschieht, dass es zu dir gehört, es ist deine Erfahrung und es ist nichts Schlimmes, es ist nicht wertend gemeint, sondern einfach nehme das an dich, akzeptiere, dass es so war und sei stolz, wie du das bewältigt hast. Ja, genau, absolute, auch spirituelle Wachstum, also absolut nach vorne. Dir ist noch unklar, wie das Ganze weitergehen soll, aber darüber mache dir keine Gedanken. Die großen Arkana unterstützen dich hier. Okay? Sehr viele große Arkana. Der Magier, die Sonne, der Teufel, Gericht. Also schlimmer, also konträrer könnte das gar nicht sein. Ne? Worauf läuft es hinaus? Okay, lecco mio, alles klar. Also, der wird noch mal auf dich zukommen, aber du wirst es nicht mehr zulassen. Für dich ist es das Ende Gelände. Also, du wirst dich total von dieser Beziehung befreien, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, er wird sagen: Ich liebe dich, ich hab's verstanden. Ich möchte das jetzt auf einem anderen Niveau fortführen. Ich komme jetzt mit Gefühlen, aber da ist immer noch der Lug und Betrug dahinter. Der hat immer noch keine Entscheidung getroffen. Der hat immer noch, der kommt nur, um dich jetzt nochmal rumzukriegen. Ja? Und du sagst: No way, no way, Ende Gelände. Ja? Ich habe es kapiert, ich habe mich befreit, komme mir nicht in mein Leben. Du hast dich immer noch nicht befreit. Es ist immer noch eine Dreierkonstellation oder was auch immer. Nö. Also, so krasse Legung habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Von so einem Tiefpunkt. Also, das ist wirklich, das ist suizidgefährdet. Ja? Das ist Ende. Also tiefer kann man nicht fallen, ja, was hier liegt. Und so stark, wie du hier bist. Unfassbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Okay. Krass, krass, krass. Okay, alles klar. Also das ist eine Wunderverwandlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Gut, dann gehen wir jetzt zu den Lenormand-Karten. Bin sehr gespannt. Dum, 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 dum. Was ist die Herausforderung auf deiner Seite? Ach, ich sehe, mein Akku wird gleich leer. Ich muss meinen Akku ein bisschen laden. Moment.
So, ich habe jetzt den Powerbank nochmal angeschlossen und ich gehe davon aus, es reicht jetzt. So, dann starten wir mit dir, liebe Gruppe, die sich für die Lenormand-Karten entschieden haben. Bin ich sehr gespannt, was ich hier zeigen mag. Ich möchte gerne die, wie nennt man das denn? Die Herausforderungen im Loslassprozess mir anschauen. Für alle, die sich für Lenormand-Karten jetzt bei Live-Übertragung und dann noch beim weiteren Ausstrahlungen des Videos entschieden haben. Bitte um die herausfordernden Energien. Der Garten und das Tor. Also hier geht es darum, dass du dich noch nicht so ganz traust, ja. Eigentlich weißt du, dass wenn du loslässt, wird es dir besser gehen. Eigentlich siehst du es schon, eigentlich fühlst du es schon, du kannst es schon riechen. Aber du traust dich noch nicht, durch das Tor zu gehen. Ich glaube, da fehlt noch eine Aussprache, die dir gut tun würde, die diese Narben von diesem Lookbetrug, Dreierkonstellation, was auch immer hier lag, etwas Abschließendes fällt dir hier, ja? Was sind die führenden Energien für dich in deinem Loslassprozess? Neues Leben und ja, und verwaist. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir es ein bisschen schieben. Also, das heißt, ich gehe davon aus, du bist in einem Loslassprozess eines Seelengefährten. Du stehst kurz bevor, neu zu beginnen. Ja, diese Narben sind da, es heilen, zuzulassen, es zu heilen. Entschuldigung, verwaister Zustand, gebrochenes Herz, 5 und 9, dazwischen ist die 4 der Schwerter, Erholung, Heilung, Ruhephase, ja, einfach zuzulassen, dass das Ganze sich legt. Und wenn sich das legt, dann könnte noch mal was draus werden, dann könnte noch mal ein Ass in dein Leben treten. Ich glaube auch, das, was du für ein Problem hast, ist, du weißt, wie schön es sein könnte, wenn sich alle darauf einlassen könnten. Irgendwie gehst du davon aus, da wird es noch was kommen. Und du willst diesen bestehenden Garten aktuell nicht verlassen, sich auf etwas Neues einzulassen, weil du weißt, das wird noch mal aufgerollt, ja? Und auch vielleicht mal auch Schwierigkeiten, sich auf etwas Neues einzulassen, jemanden Neuen einzulassen, ja? Okay, was sollte jetzt geheilt werden? Selbstliebe, na was denn sonst in Seelenpartnerschaften? Auch Integration. Integration, dass diese Situation jetzt einfach mal so sein muss, okay? Dass es nicht anders geht. Bin gespannt, wie das jetzt mit den Lenormand-Karten sein wird. Ich finde die Loslassprozesse mit den, also die Sonne zeigt sich schon, also es ist schon mal alles gut. Am Ende wird alles gut, egal wie scheiße es gerade ist. Mit dem Tarot finde ich es ein bisschen besser, aber vielleicht irre ich mich ja. Schauen wir mal, was die Karten so mit mir reden. Also, Broken Heart. Ja, dein Herz ist gebrochen, ist ja klar. Also das war jetzt, genau, 29, die 9, ja, diese Zweier, diese Verbindung der Seelengefährten, Seelenpartnern. Die ist nicht zustande gekommen, die Verbindung lebt nicht, so wie du es gerne hättest. Die Verbindung zwar steht zwischen euch beiden, ganz klar, aber aktuell bist du im Heilungsprozess und ja, schwierig, ja. Ja, und das ist das, was ich hier gesagt habe. Dir fehlt irgendeine Aussprache. Ja, mit dieser fünfte Chakra. Da will jemand nicht reden. Dir fehlt noch ein Abschluss, Nachricht, Abschluss, irgendwas, ja, um damit abzuschließen. Nochmal eine Nachricht rausgefallen, obwohl ich noch gar nichts gefragt habe, ja. Du würdest gerne auch etwas hören über Liebe, ja.
dass euch, dass die Liebe euch tatsächlich verbunden hat, dass er für dich Gefühle hat, die summieren das, ja. Also das ist nicht nur, ich weiß, dass es nicht nur eine Affäre war, sondern dass da auch tatsächlich Gefühle im Spiel sind, ja. Tiefe Verbindung, 41, 41, ja. Karmisch bedingte, also mit Lernaufgaben verbundene karmische Verbindung, das heißt nicht karmische Beziehung, aber karmisch bedingte Verbindung, das heißt mit im früheren Leben schon mal, ja. Und ja, das sind einfach Prüfungen abzulegen, ne? Ja. Neues Leben raus aus dem Karussell auszusteigen, das Risiko einzugehen, neu zu beginnen, ja. Das, was du hier auch liegen hast, ne? Aber dafür musst du erstmal diese Trauergeschichte verarbeiten, wo du dich nicht als Herrscherin verkauft hast, ja, und was so wehgetan hat. Aber das wird, ja. Okay, was möchte jetzt natürlich hier geheilt werden? Selbstliebe, sich zum Geschenk machen, für sich Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, ja, lichtvolle Wege zu gehen. Integration, dass dieser karmische Weg einfach zu dir gehört, dass du den jetzt aktuell so einfach integrieren sollst, nicht abhacken, sondern eben integrieren, weil wenn du das versuchst abzuhacken, von dir zu weisen, dann wird es umso schmerzhafter immer wieder zurückkehren. Das wird wie ein Bumerang, ja? Also einfach in sich integrieren. Ich hatte gerade, wo ich das gesagt habe, hatte ich die 41 Minuten 14 Sekunden gesehen und da spiegelt sich was, ja. Diese Verbindung wird besser, wenn du diese Integration betreibst, dann wird es in die Stabilität gehen, ja. Das ist der springende Punkt hier an dem Ganzen. Okay, aus welcher Energie kommst du, meine Liebe? Ja, also natürlich, alle, die sich jetzt in den Seelenpartnerschaften befinden, haben eine sehr schwierige Zeit, ja. Aber man schaut sich dadurch natürlich vieles auch an, ja. Diese tiefe Verbindung zeigt vieles auf, triggert vieles auf, ne? Diese karmische Liebe, die zwar Bestand hat, die da ist, ja, die man nicht von sich weisen kann, aber gleichzeitig ist einem klar, man kann nicht zueinander finden. Man findet nicht zueinander, ja. Es ist nun mal so. Und man geht nicht offen miteinander um. Das ist diese offene Gespräche, ne? Dieses blockierte Halschakra. Ne? Also, das heißt, Loslassprozess, was ist jetzt in der Vergangenheit gewesen? Du hast dir viele Sachen angeschaut, warum ihr nicht zueinander findet, ja? Warum ihr Masken trägt, warum ihr nicht miteinander offen reden könnt. Ja? Wie stehst du jetzt? Gut. Du weißt, also dir ist jetzt sehr bewusst, wie schwierig dieser Prozess ist. Ja? Und das sind schwierige Brücken, das sind schwierige Wege, die du gehen musst. Du weißt aber gleichzeitig auch, dass die Liebe es wert ist, es sich nicht auf das kleine Glück zu akzeptieren und gleichzeitig auf das große zu verzichten. Und deswegen wird es dir, diese Erkenntnis wird dir verhelfen, erstmal ihn zu blockieren, in welcher Form auch immer. Ja. Worauf läuft das hinaus? Okay. Also, das, was ich hier sehe, ist natürlich Sehnsucht. Die ist immer sehr stark vorhanden in diesen Beziehungen. Aber ich sehe auch, dass du bereit bist, sich über die Hindernisse, die euch im Weg stehen, zu erheben. Ja, also du bist quasi wie der Schiff, der über den Bergen sich bewegt. Ja, also die Berge sind ja die Hindernisse im Lenormand. Ja, also da bist du. Du wirst imstande sein, sich zu erheben. Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen und erstmal das Buch zu schließen.
das Risiko einzugehen, aus diesem Gedünst auszusteigen. Also das finde ich schon mal gut, aber wir gehen jetzt noch mal in Klärung. Ja? Ja, schwierige Wege, verletzende Wege, irreführende Wege, ja, die aktuell, die dir sehr klar sind, dass dieser Loslassprozess eine enorme Anstrengung ist, ja, dass dieses ständige sich auf das kleine Glück konzentrieren euch beide sehr stark blockiert, weil ihr über dieses Niveau hinaus euch nicht rausbewegt. Ja, und dass du diesen Betrug einfach beenden musst. Also diesen Selbstbetrug an dir selbst. Ob da jetzt eine Dreierkonstellation ist, weiß ich nicht. Erstmal Abstand gewinnen. So, das ist schon mal gut. Ja. Innenschau verhilft dir, sich über die Hindernisse des Erdischen hier hinaus zu bewegen, um deine eigene Stabilität reinzukommen. Ja, und das ist 41 versus 14. Ja. Mit dem Ast der Schwerter zu erkennen, das bringt mir Stabilität. Je mehr in mich reinschaue, umso mehr Stabilität gewinne ich. Ja? Vier ist das Haus, ne? Vier der Stäbe, Stabilität. Ja, das Gerichtskarte ist immer dieses Wake-up-Call. Das heißt, von oben wirst du unterstützt, endlich mal in den Garten reinzugehen. Ja? Unabhängig davon, ob du jetzt die Aussprache am Ende hattest oder nicht. Einfach, weil du es dir wert bist. Weil du mit etwas gelockt wirst, ja, damit du in den Garten gehst. Und diese Brotkrümelgeschichte zurückzulassen, sich auf Selbstliebe zu konzentrieren, ja, sich auf sich selbst vor allem zu konzentrieren. Der Hierophant, ja, geh auf Risiko. Geh aus dem Ego raus, vertraue auf uns. Wir wissen, was wir tun. Okay. Oh, gut. Okay, alles klar. Meine Lieben, das war sehr tiefgehend. Ich fand super. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch in diesen Karten auch wiedergefunden, vielleicht auch in mehreren Legungen hier. Ich fand es aber auch tatsächlich drei verschiedene Legungen. Das finde ich auch immer sehr gut. Und schreibt mir kurz in den Kommentaren, in welchem von diesen drei Stapel ihr euch wiedergefunden habt und ob ich denn aus eurem Leben erzählt habe oder nur teilweise. Genau, ich würde mich freuen, von euch zu hören und wir sehen uns mit Sicherheit morgen wieder. Tschüssi!